Ja, liebe Freunde, wir sind hier gerade im ICE, erste Klasse. Es ist richtig krass. Man muss mal nach draußen gucken. Der Zug ist einfach stehen geblieben. Alter Scheiße. Oh mein Gott. Ruhig bleiben, alle. Alle, gleicher Klingelton. Alter, schaut euch dieses Unwetter an. Es ist schon Tornado-Gefahr. Wurde angekündigt. Es wird langsam warm, merkt ihr das? Ja, es wird echt warm. Die Klimaanlage ist kaputt. Annika will schnell für Fame ins Video. Komm mit. Was ist hier? Hey, Jungs. Was ist hier, ne? Nix. Das ist unglaublich. Was habt ihr erzählt? Das ist Anton, erzähl mal. Anton. Oh mein Gott. Hallo. Wow. Oh, Alter. Das hat gewackelt, Mann. Was geht denn hier, Mann? Digga, ich brauch mein Handy. Das ist kein Spaß jetzt. Erstmal M&M. Oh, Ramona, ich hab das nicht zusammengezählt. Das ist richtig, wie er es. Annika schwitzt auch schon. Riecht ihr das hier unter der Achse? Komm, wir machen jetzt Kamerakuss. Okay. Der ist ein Scheiße. Janina. Guck mal, die Bäume, Digga. Boah, gib mal, ich filme. Wir werden sterben. Boah, was geht? Stefan steht schon seit 2 Stunden, ne? Lava. Der steht mit seinem Zug, weil er Bäume vom Wind auf die Gleise geweht hat. Der fährt auf dieselbe Strecke, oder? Ja, der meinte auch 100 Pro kommen wir da auch rein. Das heißt, die müssen die Gleise ja frei machen erst. Wir haben da halt noch freie Strecke, da Grund dafür ist leider ein schweres Unwetter hier im Raum Hannover. Bitte zu entschuldigen. Zurzeit ist unsere Oberleitung stromlos. Das kann ja passieren, dass sich unser Zug hier die Klimaanlagen abschalten. Wir sind wie im Knast, wir dürfen nicht raus. Du hast ja dein Baby mit Bart. Wartet ab. Freunde, ich erzähl mal kurz die Lage. Die Sache ist, jeder sofort, hahaha, ich snappe und so. Keiner hat Internetempfang. Das ist auch komisch. Ich schwör, du bist einfach so mega süß. Ja, das geht, aber... Paola, halt mal deine Fresse. Trotzdem bist du süß. Egal, was du sagst. Guck mal, sowas kann nicht böse sein. Wir sind hier gerade auch, meinte Melina. Also Aussage ohne Gewehr. Jo, Freunde. Sie meinte, wir sind in der Nähe von Hannover. Und neben Hannover ist ja auch Stadthagen und Minden, da wo Melina und wir herkommen. Und wir überlegen gerade, ob wir einfach den Zug kaputt machen, das Fenster zerstören und einfach rausspringen und dann mit dem Auto nach Hause fahren. Was meine Mama gerade gesagt hat? Ich habe meine Mama angerufen, sie hat gesagt, wenn du irgendwie aus dem Zug rauskommst, dann hole ich dich ab. Ich so... Grüße an Melinas Mutter. Okay, liebe Freunde, wir halten euch auf dem Laufenden. Bis dann. Wow, ihr seht also, meine Damen und Herren, wir haben es wieder nach Hause geschafft, denn wir sind wieder im besten Arbeitszimmer der Welt hier mit dem Schengler zusammen. Wie sagt man Begrüßung auf Chinesisch? Huang Guangling, hallo. Keine Ahnung. Ich frage mich ganz ehrlich, warum passieren uns immer solche komischen Sachen? Immer wenn wir Zug fahren, Unwetter, dann ist da eine komische Störung, irgendwer wirft sich vor die Gleise und so. Jedes Mal, das ist echt schon fast vorprogrammiert. Aber ist ja auch egal. Wir hoffen natürlich, euch hat dieser kleine Beitrag aus dem Zug gefallen. Und falls das so ist, dann denkt an das Prozedere. Janice, wie ging das Prozedere nochmal? Ihr kennt das Prozedere, Daumen hoch, abonnieren. Ah, ja, ja. Voller Love. Das war's von uns für heute aus dem Nachrichtenstudio Elbprime TV, dem besten Sender, den es auf dem Planeten gibt. Bis dann, Freunde.